Ey, yo Leute, ihr habt euch mal wieder einen Daily Vlog gewünscht. Ich bin jetzt am ersten Tag im Urlaub und ja, werde jetzt wahrscheinlich heute mal komplett ausklingen lassen. Absolut mal chillen, bin jetzt wieder in Berlin. Bin jetzt auch gerade aufgestanden. Es ist so gegen 10 Uhr, glaube ich, oder so. Ich habe heute mal komplett ausgeschlafen. Der kleine Racker ist auch mit dabei. Willst du was sagen? Willst du irgendwas sagen an die Fans? Nee, trau sich nicht. Na komm schon. Eierkopf. Ja, Leute, ich werde jetzt mal frühstücken und dann schaue ich mal, was ich heute mache. Aber ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und euch mal zeigen, so wie mein Tag so abläuft, wenn ich dann mal so einen Urlaubstag habe. Yo. Ich schwör's euch, mein Zimmer ist so dreckig. Ich bin gestern nicht dazu gekommen, meine Sachen irgendwie auszupacken. Ich habe einfach alles hingeworfen und es sieht katastrophal aus. Ehrlich, also das ist echt. Ey, Digga, dieser Typ, ich schwöre, er ist so weich, das ist unglaublich. Das ist aber echt dreckig hier. Meine ganzen WM-Titel und so. Maschallah. Haare auch. Boah, mies auf Fleek. Mies auf Fleek. Ja, Digga, wir gehen doch schon. Hol doch nicht rum jetzt, Mann. Digga, du bist gerade aufgestanden. Vor nicht mal 3 Minuten. Und willst schon wieder essen, oder wie? Hallo, ich rede mit dir. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Digga, Maschallah. Einmal, du warst. Früher warst du so klein, Digga. Jetzt bist du so geworden. Warum? So, Digga, zeig mal jetzt, was so Push-An hat. Maschallah, ich war seit 2000 Jahren nicht mehr in Berlin. Oh, Digga, guck dir das an. Einfach 3 Eier. Als wenn Jesus mir diese 3 Eier gesendet hat. Ich schwör's euch. Das sind die einzigen 3 Eier, die ich heute will. Ich schwör's euch, der Kühlschrank ist so leer. Unglaublich. Muss direkt einkaufen gehen. Leute, eine andere Sache. Jelly Beans. Gestern Jelly Beans geholt. Ich schwör's euch. Die sind wirklich unglaublich. Also, ja, okay, ich sag in Jelly Bellies, Mann. Ich bin gar nicht behindert. Die sind wirklich top, ne? Was sagst du dazu? Eierkopf? Denk nicht immer ans Essen, Mann. Junge, kannst du mal chillen, Alter? Hier, nimm dein Essen. Ich schwör's dir, nimm dein Essen. Lass mich doch einfach heute in Ruhe jetzt kurz. Digga, wie kann man sich so freuen beim Essen, ja? Reicht doch mit dir. Vamos, Junge, push dich. Mach, komm. Push dich, Junge. Ich schwör's euch, Leute, es gibt nichts Schöneres, als morgens beim Frühstück einfach hier ein paar Skill-Videos zu gucken. Einfach, boop! Digga, der kriegt ja immer noch. Oh, na, oh. Digga, wow. Jetzt geht's erstmal ein bisschen einkaufen bei meinem Tag morgen Geburtstag. So. Wir machen uns jetzt mal los spazieren. Wir hatten die Box wieder offen, der Eierkopf. So ein paar Stärken. Ich muss jetzt mal ein bisschen einkaufen. Ich fahre jetzt meinem Vater erstmal ein bisschen Fleisch holen oder so. Weil meine Mutter morgen Geburtstag hat und die mir nichts vorbereitet hat. Oder was heißt, nichts vorbereitet haben, wir noch ein Essen kaufen müssen und sowas. Und deswegen geht es erstmal los, ein bisschen einkaufen. Ey, das kann nicht sein, ne? Es regnet einfach. Also Regen, Anführungszeichen. Es nieselt. Es nieselt, Leute. Das kann nicht sein. Da freue ich mich einfach, dass ich in Berlin ein bisschen Urlaub jetzt machen erstmal. Und dann, erster Tag, es regnet einfach. Digga, bodenlos. Aber dafür erstmal Outfit-Check. Was sagt ihr? Ist okay, kann man machen. Aber T-Shirt war echt die falsche Entscheidung, weil mit Regen ist das nicht zu kombinieren. Aber ich habe eine Kapuze. Jo, Maschallah. Gänsehaut. Gänsehaut. Hier habe ich meine ersten Schritte gemacht. Der Fußballplatz, wo ich geboren wurde, der ist einfach, müsst ihr vorstellen, das ist mein Haus. Also das ist mein Haus, auf der anderen Seite wohne ich und einfach hier ist direkt Fußballplatz. Ich schwör's euch, das war Legende immer. Einfach 20 Sekunden vor Trainingsbeginn losgerannt zum Training, waren schöne Zeiten. Ey, ich schwör's euch, aber dieser Kunstrasen, die haben den einfach, das war früher so ein Teppich, jetzt einfach so ein Porno-Kunstrasen, ne? Und genau jetzt bin ich weg, Mann. Ich schwör, bin ich ein bisschen sauer. Oh, Digga, den da hinten kenne ich sogar. Maschallah, Bruder, wie geht's? Oh, ja, aber stabiler Platz, ich schwör's euch. So, wir fahren jetzt einkaufen erstmal hier. Snipes. Oh, stabile Angebot. 2 Paar. Ne, 3 Paar für 2. Also für den Preis von 2. Das ist das Schloss. Wer es nicht kennt, das ist die Schlossstraße hier. Das ist direkt in die Ecke bei mir. Dieses Gebäude hier wird, glaube ich, seit 1890 gebaut. Ist immer noch nicht fertig. Und ja, schalala, warte mal. Hier ist das Schloss. Da ist es, da ist es. Das ist ein stabiles Einkaufszentrum, aber es ist ein bisschen durch die. Ja, es ist nicht mehr so gut wie früher. Wir fahren jetzt mal einkaufen, ein bisschen Fleisch holen bei Türken. Ich hoffe, gutes Angebot. Dieser Laden, anders stabil. Anders stabil dieser Laden. Guckt euch das an, diese schönen Orangen einfach. Tschüss. Krankes Lied, Mann.
an alle Veganer da draußen. Ihr könnt ja auf sowas verzichten, ja. Dieses schöne Fleisch, einfach. Oh, delicious. Einfach delicious. Schöner Einkauf, gesund, gesund. 18.000 Kilo Fleisch. Boah, dieses Fleisch, boah, das guckt mich gerade so an. Diese Fladenbrot auch stabil. Das kann ein guter Geburtstag werden. Ich bin ehrlich mit euch, ein bisschen bin ich enttäuscht, weil normalerweise gibt es zwei, drei Typen, die dort einfach nur rumschreien. Immer Wassermelone, 2 Euro, Angebot. Aber diesmal gab es leider nicht. Deswegen, ich bin sehr enttäuscht, weil die Leute sind einfach, die faszinieren mich immer, mit wie viel Elan die einfach an diese Arbeit rangehen. Aber leider gab es heute keinen. Oh, ich kann nicht mehr atmen. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen. Ich glaube, wir fahren in den Garten. Oder nee, wir fahren erstmal nach Hause. Erst mal meinem Hund nochmal rausgehen. Und dann schaue ich weiter. Keine Ahnung. Einfach Santiago Bernabeu hier. Boah, das ist mal ein richtiger Rasen, Alter. Meine Fresse. Junge, das ist es. Ey, es ist geisteskrank windig, ne? Ich schwör's euch. Guckt euch das mal an hier. Einfach. Was ist das für ein Sommer? Das ist, ja, eine mobile Sauna, die man auf jeden Fall mitnehmen kann überall. Ja, es ist ein schöner Weg verlegt. Super klasse. Von innen auch super. Hier so ein kleiner Ofen mit Stein. Kannst du hier, ist ein Holzofen. Ja, ein schön verlegter Weg so. Klasse. Ein bisschen Holz für den Ofen. Ein bisschen Aromen, die man dann halt ja, da reinmachen kann, damit es sich schön schnuppert. Auf jeden Fall ein geiles Ding, muss ich sagen. Das ist der Teich, den ich selbst gebuddelt habe vor 2 Jahren. Für die, die sich nicht daran erinnern können. Es gab einen Bericht in der Zeitung. Und ja, den hatte ich auf jeden Fall gemacht, als wir da damals kein Training hatten, während Corona. Das ist ein sehr schöner Teich. Oh, Krokodil. Wie geht's? Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber es ist auf jeden Fall schöner, wenn es hier dunkel ist. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Zu überlegen, was. Ich weiß, es ist jetzt 13 Uhr. Es sind jetzt ein paar Stunden vergangen, aber ich habe echt Hunger, muss ich sagen. Und ich glaube, ich mache mir ein schönes Steak. Ein schönes, saftiges Steak mache ich mir. Leute, ich muss dringend zum Friseur, ich weiß. Ich muss das echt mal die Tage machen. Ich muss das echt mal in meinen Terminkalender eintragen. Oh, ich habe gerade dieses Steak schnabuliert. Boah, war prächtig. Prächtig für meine Seele. Ey, mich fuckt das so ab, ne, dass es so windig ist. Ich schwöre, ey, ich raste gleich komplett aus. Kann doch nicht sein, dass ich hier ein kurzes T-Shirt bin und es einfach so windig ist, Mann. So, Leute, ich fahre jetzt... Ey, warum fährst du Fahrrad bei dem Wetter? Ich fahre jetzt meine Mutter abholen. Bin mal gespannt, wie sich das Wetter jetzt legen wird. Weil dann geht's wieder auch zurück in den Garten. Auf geht's in den Baumarkt. Mal sehen, was der so bietet. Was für die Sauna holen. Mal was anderes, mal sehen. Boah, das ist es. Genau das brauchen wir. Bisschen Holz für die Sauna. Bisschen ist gut, Alter. Einfach das ganze Ding direkt mitnehmen. Preis. Ist okay. Kann man machen. Ist okay. So, weiter geht's. Einfach mal kein Haus bauen mit den Dingern. Ich schwöre, 80.000 Holzdinger sind hier drin. Dieser anders stabile Bär, Leute. Guckt euch den an. Mashallah. Stark. Ey, das ist doch unglaublich. Ich war eine Minute draußen, guckt euch das Wetter an. Einfach alles klitschnass, ja. Meine Fresse, Alter. Was ist das denn für ein Sommer hier, Mann? Meine Güte. So, Leute, ich habe jetzt meine Mutter abgeholt. Ich fress gerade Jelly Bellies. Unglaublich. Unglaublicher Geschmack. Kann ich nur empfehlen. Jetzt ja, gehe ich, glaube ich, mal zu meinem alten Geburtsort, Fußballplatz, den ich euch vorhin gezeigt habe. Weil da läuft gerade ein Spiel. Und das gucke ich mir, glaube ich, ein bisschen an. Mom, was sagst du dazu? Ja, cool. Ha, genau das ist es. Ich bin jetzt da. Bis jetzt gucke ich seit 2-3 Minuten zu, muss ich sagen. Sehr, sehr spannendes Spiel. Schöner Ball. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Also muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht erwartet, diese Top-Qualität hier. Gib ihm, Junge. Guter Ball. Guter Ball. Boah, dieses Kombinationsspiel. Oh, gut gemacht, Junge. Komm, Junge. Push dich. Push dich, Junge. Weiter. Was ein Spiel. Starker Ball. Oh. Oh. Gut durchgesetzt, Junge. Zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her. Dicker, er ist Usain Bolt. Er ist Usain Bolt. Er ist einfach Usain Bolt. Gut abgekocht. Gut abgekocht. Oh, gut, Junge. Gut, gut gecatcht, gut gecatcht. Sehr gutes Sicherheitsstrahl so aus, mein Junge. Weiter, Junge. Push dich. Zeig mal her. Oli Kahn, Gedächtnisball.
Und der holte noch, der holte noch. Alter, der hat den, der Dusch noch geholt. Bambus. Oh mein Gott, der ist Messi. Oh, schade. Nachschlag, zeig mal Nummer 7. CR7. Oh, Junge, was ein Spiel. Wir sind jetzt wieder zurück zu Hause. Wir waren gerade hier beim Spiel. War ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. War zwar leider kein torreiches Spiel, aber es war auf jeden Fall entspannt. Was sagst du zu dem Spiel? Das war ein sehr interessantes Spiel. Okay, ja. Sehr gutes Spiel. Ja, das aber sehr gut schon ist alles Schluss. Ja, das finde ich. Das sehe ich genauso. Und jetzt geht's auf jeden Fall ab. Zurück in den Garten. Bibi! Leute, total vergessen. Ich kaufe mir jedes Jahr ein Cappy bei Kick oder bei Woolworth. Und diese Cappy darf nie mehr als 3 Euro kosten. Denn ich kaufe mir jedes Jahr eine neue. Und das mache ich jetzt auch. Muss ich aber erstmal suchen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, Mann. Ich habe sie gefunden, Leute. 1 Euro. Motherfucker. Aber ich gucke gerade in schwarz oder in beige. Schwarz ist okay. Oh, ich muss meine Seiten unbedingt machen. Die sind ja grauenvoll. Schwarz oder ich gucke gerade. Oder beige. Boah, echt schwierige Entscheidung. Sehr, sehr schwer, muss ich echt gerade überlegen. Ich glaube aber, ich nehme beige, weil sieht ein bisschen fresh aus, glaube ich. Scheiß mal drauf, ich nehme jetzt einfach beide, Mann. 2 Euro, vamos. Ich gehe jetzt nochmal kurz einkaufen, ein paar Getränke und ein paar Süßigkeiten holen. Ey, das war wirklich unglaublich. Der Einkauf, das war, glaube ich, wirklich der ungesundste Einkauf dieses Jahr. Ich habe 80.000 Torten geholt, gefühlt. 80 Flaschen Cola. Ja, okay, maßlos übertrieben wieder. Ja, und 10 Flaschen Cola oder so. Ey, Mann. Aber jetzt geht's wirklich in den Garten. Hund, der lügt. Ey, dieses Fleisch war unglaublich. War so lecker. Mein Bauch ist so voll. Ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren hier. An der, ja, wie soll ich es nennen, Heidebauernhof, was auch immer. Hier sind sehr, sehr schöne Pferde. Die werde ich euch gleich zeigen. Die sind unglaublich. Unglaublich, wirklich. Ein bisschen Fleisch braten, dies, das. Oh, das ist saftig. Das ist richtig saftig, das Ding. Hier ist eine kleine Kostprobe, schmeckt überragend. Wobei ist noch nicht fertig, Mann. Ich schwöre, dieses Pferd einfach, ja. Mashallah, guckt euch dieses Lebewesen einfach an. Mich fuckt das auch gerade voll ab, dass dieses Pferd einfach zu mir will und hier aber so ein behinderter Zaun steht, ja. Guck mal her, mein Schatz. Einfach Pferdeflüster. Ah, Benakuyo. Alter. Digga, fuck, Mann. Hier ist ja Strom dran. Ah, Junge. Alter, meine Fresse. Ey, Brudi, ich würde dir so gerne was zu essen geben. Mann, das fuckt mich gerade wirklich ab, ne? Ihr müsst euch vorstellen, früher, also ich kenne diese ganzen Pferde hier. Ich bin hier seit 3 Jahren im Garten. Hier war kein Zaun einfach. Also hier der eine Zaun, der hier war, aber der andere nicht. Und du konntest ja einfach füttern, das geht jetzt nicht mehr. Das regt mich aber auch gerade voll auf, ne? Ich schwöre, das wäre so schön, jetzt euch mal ein bisschen was zu zeigen. Aber leider geht das heute nicht. Aber jetzt mal eine andere Sache. Ich schwöre, diese Pferde sind so schön. Da hinten auch, hier das hinten. Mann, das kann ich gerade nicht sehen, wie diese scheiß Sonne, Alter. Ja, da. Das ist so schön, das Pferd. Das war unglaublich, das Pferd. So ein weißes. Das ist, wer von euch schon mal hier gespielt hat, hier, Legend of Zelda auf der Switch. Da kann man so Pferde zähmen und so. Das ist so ein typisches Level 99 Pferd. Das ist unglaublich, dieses Pferd. Das ist so schön. Einfach komplett clean, weiß, immer sauber. Boah, würde ich jetzt gerne auch mal füttern, aber dieser scheiß Zaun, ich will da auch jetzt nicht rüberklettern, Mann. Da ist das Pferd. Das Level 99 Pferd. Es ist gerade, um die Herzen wieder aufzufüllen. Es wurde wahrscheinlich gerade im Kampf oder so besiegt. Ey, Mann, das ist so ein schönes Pferd. Das ist unglaublich, ey. Also ihr beiden seid auch schön, vor allem das Kleine. Das ist ein bisschen kleinwüchsig. Ich kenne mich nicht in Pferden, bei Pferden aus. Tut mir leid. Die meisten werden mich vielleicht beleidigen, wenn sie sich auskennen, weil die werden sagen, ist eine andere Rasse, aber ist mir egal. Das ist einfach ein Majestätspferd, ja. Ohne Spaß. Kein Bock, aber jetzt, ich bin sauer, weil ich kann die Pferde nicht berühren. Das fuckt mich einfach gerade ab. Guckt euch mal diesen See an. Ist auch in der Nähe von mir. Wunderschön. Alter, guckt euch mal dieses Majestätswesen an da hinten. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen näher rangehen. Ohne entdeckt zu werden. Auf Undercover, auf James Bond. Oh, was geht, Digga? Junge, du bist ja mein Majestätswesen. Ja, Digga, fliegt doch nicht weg. Guckt euch mal das Wesen an. Unglaublich schön. Hab's geschafft, näher zu kommen. Alter. Junge, was guckst du denn? Alter, mies schön, ja, ohne Spaß. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Naturfreund, aber das ist echt schön, muss ich sagen, ne? Dieses Wesen. Das ist wirklich,
durchtrainiertere Beine als manch ein anderer, muss ich sagen. Dieser erst schusch. Aber ey, wunderschönes Wesen, ja. Ich muss dringend nach Hause, weil es gerade angefängt schon zu nieseln. Ich bin gerade auf der freien Fläche hier, auf der Heide oder wie man es nennen soll. Ich gehe jetzt zurück in den Garten und ich denke, ja, es ist jetzt, warte mal, lass mich kurz gucken. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich denke, ich gehe auch bald ja, in den Ruhestand für heute. Ja gut, jetzt habe ich den Toten rausgeholt, aber ich begebe mich auf jeden Fall in meine Ruhephase. Und ja, mal sehen, was ich dann noch heute noch mache. Mal sehen. Also meine Amigos, ich gehe jetzt pennen. Ist schon relativ spät. Ja, muss morgen früh aufstehen, weil meine Mutter hat ja morgen Geburtstag. Wir müssen noch ein paar Sachen vorbereiten mit meinem Vater. Ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Und hoffe, dass, ja, dass ihr mir auf jeden Fall mal ein Like da lasst. Mal vielleicht in die Kommentare schreibt, was ihr euch noch so wünscht. Was für Videos kommen sollen. Und ja, auf jeden Fall mal ein Subscribe, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und daraufhin sage ich mal wieder, vergewaltigt den Subscribe-Button. Und wir sehen uns.